Ja, jetzt geht's. Ich möchte noch mal an die Kommission appellieren, dass sie, wenn sie eine Armutsplattform gründet, es nicht nur bei leeren Worten bleiben lässt, sondern dass sie die Initiativen des Parlaments aufgreift. Einmal gibt es diese Initiative, dass geprüft wird, ob es eine Rahmenrichtlinie gibt für ein Mindesteinkommen, was es ermöglicht, dass jeder in dieser Europäischen Union würdig leben kann. Und zum Zweiten gibt es eine Initiative in Vorbereitung der Strukturfonds, weiterzugehen als das BIP und den Gini-Koeffizient als Maß für unterschiedliches Einkommen bei der Prüfung, bei Benachteiligung hinzuzufügen. Das sind Sachen, wo Sie jetzt entscheiden müssen, damit wir überhaupt eine Chance haben, das einzuführen. Und deswegen bitte ich den Herrn Kommissar, dass er diese beiden Punkte auf die Tagesordnung der Kommission setzt, aus diesem Plenum hier heraus, und dafür sorgt, dass die Kommission dazu eine Antwort hat für das Europäische.